Hast du diesen Geilwalder geküsst? Nein! Sie hat mich geküsst. Oh mein Gott! Was? Du wirst unachtsam und lässt eine Kriminelle entwischen, weil sie zufälligerweise ein hübsches Mädchen ist? Ein extrem hübsches Mädchen! So, hab die Handschellen aufbekommen. Ray, tut mir leid. Ich hab wirklich versucht, die Waldogs zu fangen. Na schön. Ich wünschte nur, wir hätten mehr Informationen. Wo ihr Versteck ist zum Beispiel oder wo sie als nächstes zuschlagen. Hat das Mädchen, das dich geküsst hat, nichts gesagt, was uns hilft, die Gang zu finden? Oder sie zu finden? Du triffst mich morgen Nacht, genau um Mitternacht. Direkt unter dem Swerview-Schild. Und komm alleine. Nö, sie hat nichts gesagt. Echt nicht? Du hast so ausgesehen, als ob du nachdenkst. Ja, worüber hast du nachgedacht? Hey, ich kenne auch nicht mal deinen Namen. Dann versuch ihn zu erraten. Kriegst einen Tipp. Ich heiße Veronica. Der Tipp ist ziemlich eindeutig, Veronica. Was soll ich damit? Los, wir verschönern das Worldview-Schild. Was? Nein, bist du verrückt? Bist du etwa wirklich ein Herbert? Ich bin kein Herbert. Das Schild ist Eigentum der Stadt und ich werde nicht zulassen, dass du damit was Illegales machst. Oh, du denkst nur, weil irgendwas Illegales, muss es gleich falsch sein? Ja! Ich bin Künstlerin. Die Waldogs sind Künstler. Magst du etwa keine Künstler? Doch. Aber warum soll ganz Swellview gezwungen sein, sich eure Kunst anzugucken? Warum soll ich gezwungen sein, mir Riesenreklametafeln für Zeugs anzugucken, was ich überhaupt nicht brauche? Wie Windeln und Anwälte. Vielleicht gibt's Anwälte, die Windeln brauchen. Keine Ahnung. Am besten, wir küssen uns einfach. Ein Polizeihubschrauber? Du hast mich an den Kopf verpfiffen? Nein, das war ich. Captain Man? Du hast gesagt, du wärst allein. Ich dachte, das wäre ich. Wie hast du mich gefunden? Ich bin dir gefolgt. Dann saß ich dort im Gebüsch und hab euch beim Küssen zugesehen. Ich weiß, das klingt merkwürdig, aber es ist mein Job. Captain Man, hier! Wir sind hier oben! Das weiß ich! Wir sind im Hubschrauber! Das weiß ich! Ach so. Du hättest nicht herkommen dürfen. Und du hättest mich nicht belügen dürfen. Einer von uns muss ja diese Stadt beschützen vor Abschaum wie ihr. Hey, du nennst sie nicht Abschaum! Abschaum! Sie ist kein Abschaum! Und du wirst sie nirgendwohin mitnehmen! Alter Mann! Wie kannst du es wagen? Du weißt, ich bin empfindlich, was mein Alter angeht. Ach, übrigens, ich bin erst 34. Und jetzt wandert sie ins Gefängnis. Hey, komm her! Finger weg! Lass sie in Frieden! Das war gar nicht gut. Er wollte dich ins Gefängnis stecken. Komm, wir müssen verschwinden. Aber der Hubschrauber hat Lichter. Die werden uns verfolgen. Es geht mir gut. Lichter kann man ausschießen. Ah, daneben. Wie wär's, wenn du zielst? Oh, perfekt. Unser schönes Licht. Sag schon, wie fühlt sich's an, böse zu sein? Fühlt sich cool an. Wow. Mann, in den Röhren gab's ganz schöne Turbulenzen. Rein.
bereit zur Aktivierung. Na schön, Jungs und Mädels. Sagt für immer Bye-Bye zu Henrys kleiner Schwester. Und dann begrüßt ein paar Konzerttickets. 3, 2, 1. Wartet! Worauf sollen wir warten? Naja. Ich will den Knopf drücken. Ja, ja. Dann beeil dich bitte, weil ich aufs Klo muss und zwar super nötig. Drück auf den Knopf, okay? Oh, hey! Was, wenn sich die Konzerttickets in ihrer Tasche befinden? Ja, wenn wir Piper eliminieren, eliminieren wir vielleicht auch die Tickets. Das habe ich nicht bedacht. Ich weiß. Also gehe ich ihre Taschen abchecken. Und wenn Henry die Tickets findet? Gehen wir alle zusammen zum Hawkins-Konzert. Pow! Na schön, Henry. Du hast 30 Minuten. Hol dir die Tickets von deiner Schwester. Sonst verschwindet sie für immer. Und jetzt lass ich mir die Haare schneiden. Gern, aber ich habe schon 3 Freunde zu dem Konzert eingeladen. Und die anderen 4 Tickets habe ich Bedürftigen geschenkt. Wow. Was? Du bist so nett. Oh, nein, du bist nett, weil du sagst, ich wäre nett. Soll ich dir einen Kuchen backen? Ja, das fände ich toll, ey. Man, du meine Güte, was für eine wundervolle Überraschung. Halt's Maul. Natürlich. Hey, ich dachte, du wolltest dir die Haare schneiden lassen. Wollte ich auch. Doch dann wurde mir klar, dass meine Frisur perfekt ist. Hast du dir die Konzerttickets geschnappt? Nein, noch nicht wirklich. Ich wollte... Tja, meine Kleine, du wirst zu einem Problem. Ja, ich verstehe schon. Tu einfach, was du tun musst. Soll ich für uns alle einen Kuchen backen? Du bist ein Weichei geworden, Kid Danger. Ich glaube, du brauchst eine doppelte Dosis Vitamin Faust. Lasst uns lieber diskutieren. Hey, kleines, nettes Mädchen, hilfst du mir mal bitte? Das würde ich ja gern, aber ich habe mich ein Leben ohne Gewalt verschrieben. Na toll. Lass mich los! Nein! Okay, Leute, leider muss ich jetzt los. Warte, wo willst du denn hin? Ich kümmere mich um arme Leute. Was ist los mit dir, Kid? Du verhältst dich merkwürdig, seit du mit Charlotte die Röhre runtergekommen bist. Wieso? Ich kann's dir nicht sagen. Du erzählst mir jetzt sofort, was hier los ist, oder ich werde dir mit meinen Fingern das Gesicht zerquetschen. Okay. Ich bin nicht der Henry Hart, den du kennst. Was sagst du da? Ich bin aus einem verdrehten Universum, genau wie Charlotte. Und wir wollen nun wieder in unser Universum zurück, wenn du mir bitte nicht mein Gesicht zerquetscht. Okay. Ich liebe das. Was? Mich zu küssen. Mit meiner Süßen. Ja, hör mal, es ist gleich 5:30, also raub ich mal die Swellview-Bank aus, ja? Okay, Baby. Viel Spaß beim Ausrauben. Ja, werde ich haben. Ich liebe dich. Ja, das tust du. Sag schon! Charlotte! Ja, Henry? Wer wird wohl zum attraktivsten Mann von Swellview gewählt? Zum attraktivsten Mann von Swellview? Ja. Hey, was ist mit deinem Dad? Ja, dein Dad ist heiß. Naja, also so habe ich das noch nicht gesehen, aber ihr habt durchaus... Wartet, Sekunde, Leute. Ja, was gibt's, Ray? Dürfte ich euch mal kurz erinnern, ich bin in den letzten 12 Jahren zum attraktivsten Mann von Swellview gewählt worden. Das Ding ist gelaufen. Naja, schon, aber inzwischen bist du alt. Ich bin alt? Ja, du bist doch inzwischen über 50.
Hast du gerade das F-Wort benutzt? Hey, ich sag doch bloß, dass du... Ich bin 35, Henry. Das weißt du. Hey, sag mal, deine Haare. Also, naja, deine Haare fangen an auszufallen. Was hast du gerade behauptet? Hey, wo ist Gwen? Gwen ist sich umziehen gegangen, weil sie eine Bank ausrauben wird. Oder vielleicht will sie keine Bank ausrauben, sondern vielleicht trifft sie sich mit einem anderen Kerl. Nein, sie raubt eine Bank aus. Oder vielleicht trifft sie sich mit einem Kerl namens Robert Bank. Das ist dämlich, so heißt doch niemand. Oh doch. Mach dir nichts vor, Ray. Gwen will nicht dich. Sie will Robert H. Bank. Weißt du wieso? Ich wette, er sieht viel besser aus als du. Ganz unmöglich. Ja. Yep. Er ist bestimmt erst Anfang 30. Das reicht, hörst du wohl auf? Ja, und ich wette, er kann fantastisch küssen. Oh, Gwen, dein Kuss schmeckt wie der einer Prinzessin. Deine Lippen sind weich wie ein Pfirsich. Ja. Es ist nicht meine Schuld, dass sie auf jüngere Männer steht. Ja, sowas, du bekommst ja graue Haare. Du bist richtig grau. Sie mag keine. Mach weiter, er ist immer noch nicht wütend genug. Ja, ich arbeite dran. Der hast du nicht. Na komm schon, du kannst das doch besser. Das ist so cool mit anzusehen. Weißt du, deinen Spaß hast, Freund. Oh, weiter! Ganz bestimmt backt sie Muffins für viele Männer. Was? Sie backt ihre Muffins nur für mich? Oh Gott! Henry! Komm, steh auf! Mach schon, alles okay. Es geht schon. Ray, nein! Guck, es scheint zu funktionieren! Alles in Ordnung? Hey, 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 steh auf! Steh auf, Ray! Hast du was gesagt? Hast du uns? Was ist passiert? Ich war verliebt in so eine Frau. Gwen! Ja. Du hast einen Liebesmuffin von ihr bekommen. Ja, und dann habe ich dich richtig sauer gemacht, damit deine Gefühle von Wut die muffingesteuerten Liebesgefühle aus deinem Hirn verdrängen. Das ergibt Sinn. Wieso steckst du Schwotz in einen Eimer mit Hafer? Weil ich eben der Boss hier bin. Und der hat von blauen Chips gelabert und wie toll die sind. Die sind auch toll. Viel besser als diese ekligen roten Chips. Was hast du da eben gesagt? Oh, komm schon, Leute. Das ist sowas von dumm. Dumm? Wie kannst du nur sowas sagen? Ganz ehrlich, egal welche Chips gewinnen, es wird sich rein gar nichts ändern. Ich meine, wisst ihr noch, als sie diese Nacho-Käse-Chips rausbrachten und alle dachten, die würden die ganze Welt verändern? Und das taten sie nicht. Dann gaben sie uns Sour Cream and Onion. Nichts hat sich geändert. Dann Cool Ranch-Geschmack, dann Salsa Verde. Die erfinden alle 4 Jahre einen neuen, aufregenden Geschmack. Doch seht euch mal um, Leute. Nichts hat sich verändert. Ja, yeah, darüber solltet ihr nachdenken. Ein Notfall. Ist ein Videoanruf. Mach, dass wir uns sehen. Warte, wir tragen keine Uniform. Ich werde doch nicht unsere Kamera anmachen. Denkt ihr, ich mache den Job das erste Mal? Nein. Hilfe! Bitte! Captain Man! Captain Man! Hier spricht Captain Man. Beschreiben Sie Ihren Notfall. Ja, gut. Mount Svelvio hochgeklettert und dann kam eine Lawine und ich stürzte. Ah, auf meinem Bein liegt ein dicker Fels und ich kann mich nicht bewegen. Ah, da kommen gleich noch mehr Steine. Bitte helft mir, Captain Man, Kid Danger, bitte helft mir. Ah. Okay, keine Sorge, wir sind da in... Moment. Was stecken Sie sich da in den Mund? Oh, das ist ein blauer Frittle Chip. Die sind so gut. Oh, und Sie wählen am Dienstag blau? Ja, ich denke schon. Oh, okay, dann retten Sie sich doch selbst! Was? Du willst also dem Mann nicht helfen, nur weil er blau wählen wird? Schon möglich.
Ist gut. Okay. Dann werde ich auch keinem helfen, der rot wählt. Wartet! Ihr könnt jetzt nicht die Leute hängen lassen, nur weil sie nicht die gleiche Chipsorte gut finden. Ach echt? Das war gerade ein leichtes, Charlotte. Ray Manchester! Oh, erwischt. Unser Job ist es, den Bürgern von Swellview zu helfen und sie zu beschützen. Und das bedeutet allen Bürgern. Ganz egal, welche Chipsfarbe sie bevorzugen. Mischt euch also gefälligst nicht in die Snackpolitik ein. Du bist nicht unser Boss, ja, du hast uns gar nichts vorschreiben. Was sagt ihr? Ich weiß nicht. Ray! Henry! Was? Was ist? Da ist jemand in die Frittelfabrik eingebrochen und hat eine ganze LKW-Ladung Frittelchips geklaut. Oh. Welche Frittelfarbe ist weg? Die rote. Nein! Okay, dann muss ich euch wohl noch einen dritten Vortrag halten. Nein. Okay, du suchst diesen LKW, ich helfe dem Mann auf dem Berg. Ganz genau. Wir wissen nicht, welche Frittelchips-Sorte wir am Dienstag wählen sollen. Deswegen müssen wir es jetzt wissen. Ihr müsst was wissen? Für welche Chipsorte Captain Man und Kid Danger stimmen. Wir stimmen für das, was ihr uns jetzt sagen werdet. Ja, also bitte, das müssen wir wissen. Tja, also, wisst ihr, ich entscheide mich für die... Mischt euch gefälligst nicht ein in die Snack-Politik. Hey, entschuldigt, Kinder. Aber Captain Man und ich mischen uns nicht in die Snack-Politik ein. Deshalb müsst ihr wohl... Wählt rot! Was? Ja. Leute, wenn ihr mich mögt, Captain Man sagt, wählt die knallroten Rhabarber-Chips. Nein, das darfst du doch nicht. Wählt blau! Hör damit auf! Willst du, dass die blau nein, wählen? Nein, ich hatte gesagt, rot. Dass... Ich sage, wählt die knallroten Rhabarber-Flittisch! Okay, wisst ihr, was geht lieber? Wieso gehst du nicht einfach und bist ja, still? Okay, still! S-T-I-L-L, stimmen, okay? Darf ich? Klar. Erzählen, was ich darf oder nicht darf. Okay. Schon gut. Hey, hör zu. Nur weil ich dir ins Gesicht geschossen habe, heißt das nicht. Gefällt dir das? Okay, Leute. Nein. Er will es so, Mr. Frittleman. Er will es so. Okay. Na, wie war das? Okay, sag Hallo zu meinem Frittelfreund. Oh, direkt ins Auge. Na gut, so willst du also spielen? Das reicht jetzt. Jetzt reicht es? Ja. Dann stell ich kurz den Schalter um, wenn du denkst, dass es reicht. Hey, weißt du was? Auf unserem Nordtrampolin springt Pro Force One. Yeah, wir sind Pro Force One. Wir. Wir sind die coolsten Springer. Ja, Pfeffer und Bennett, das ist nur so krass. Wir sind extrem. Jack, voll auf den Ball. Ist unser Ding. Wir sind die Kings. Yeah. Hi zusammen. Und auf dem Südtrampolin haben wir die Jumpin' Jaspers. Na dann, beide Teams. Ich will ein gutes, sauberes Match. Kein Spucken, kein Bälleklatschen, kein Nasebohren. Weicht aus! Raus!
Piper, du hast ihn erwischt. Das zählt nicht, Alter. Sie war schon raus. Nein, war sie nicht. Sie ist nicht von dem Ball getroffen worden. Und ich hab nicht gesagt, sie wäre raus. Also habt ihr verloren. Du bist der mieseste Schiedsrichter, den es gibt. Das war eine Fehlentscheidung. Piper war nicht mal auf dem Trampolin. Schön, lass uns wetten. Ja, lass uns wetten. Ich bin dann im Team Henry. Und ich bin dann im Team Ray. Nimm das weg. Worum wetten wir? Um Folgendes. Wenn ich Piper zum Ausflippen bringe, müssen du und Charlotte einen Eimer voll ekelhafter, roher Kürbisinnereien verputzen. Und wenn du es nicht schaffst, Piper zum Ausflippen zu bringen, müssen du und Jasper ein Eimer voll widerlicher, roher Kürbisinnereien verputzen. Genau, und zwar in Badeklamotten. Was? Ich hab gesagt, wir tragen Badeklamotten, während wir... Klappe halten. Steht die Wette? Die Wette steht. Wow, Captain Man. Was machst du denn hier, wo es doch hier gar nichts für dich zu tun gibt und du vielleicht besser wieder verschwindest? Ja, wieso bist du hier? Ja. Ja, du bist doch Präsidentin von meinem Fanclub, von den Man-Fans. Ja, stimmt. Vielleicht aber auch nicht. Was? Was meinst du damit? Ah, tut mir leid, aber die Präsidentin der Man-Fans darf nicht weniger als 1,45 Meter groß sein. Das ist sie! Ja, ich bin 1,45. Oh, sorry, Husten. Ja, weißt du was? Eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte, war, du kannst nicht, wenn du 1,45 bist, Präsidentin der Man-Fans sein, was du aber bist. Also, sorry. Was? Das ist sowas von dumm. Hey, nicht meine Regel. Wessen dann? Andere Person. Das ist doch krank! Piper, dein Wutball. Hol den Ball, den Ball, nein! Den Ball. Ich bin gewählt worden zur Präsidentin der Manfans und zwar ohne Bestechung. Aber bestimmt, als du noch 1,43 groß warst, also... Ich quetsch dein Wutball hier. Nein! Lasst gefälligst alle eure Pfoten von mir und meinem Wutball! Ich werde jetzt nicht ausflippen. Oh nein, ich habe nämlich gelernt, immer wenn ich ausflippe... Rieche ich etwa Hummerbällchen? Wer ist dieser Mann? Piper hat ihr Halsband nicht mehr um. Piper, komm einfach her. Kein Grund, um jetzt auszuflippen oder so. Es ist alles gut. Kein Grund! Ich hatte ein Pony, das mir weggenommen wurde. Ich wurde bei den Manfans gefeuert, nur wegen meiner Größe. Und dann kommt so ein verrückter Mann, kracht durch unser Dach und futtert all meine Hummerbällchen weg. Aber du magst Jaspers neue Badehose. Ja, weißt du noch, du hast gesagt, sie macht dich glücklich. Na, dann ändere ich halt meine Meinung. Was? Die Hummerbällchen. Es geht mir gar nicht gut. Mir geht's gut. Dass Henry lügt und überhaupt nicht krank ist? Ich weiß doch, dass er lügt. Ray Manchester, wie kannst du sowas sagen? Du denkst also, dass er die Wahrheit sagt? Natürlich. Und ich denke, dass er lügt. Und darum werden wir das herausfinden. Was heißt das? Schwutz? Nein, tu mir bitte nicht nochmal weh. Ich habe einen Auftrag für dich. Und dafür wirst du dich verkleiden. Ist gut, ich werde mich verkleiden, okay. Ja, also du wirst dich in Henrys Haus schleichen. Und da installierst du ein paar Kameras und Mikrofone und damit wird er ausspioniert. Ach, wir spionieren Henry nach. Yep. Oh. Wow. Ist das Henrys Zimmer? Yep. Aber wieso seht ihr ein Video von... Warte. Ah!
Na bitte. Seht doch mal, er ist ja gar nicht krank. Woran erkennst du das? Sieh ihn dir an. Er sitzt locker im Bett und macht es sich mit Chili gemütlich. Nein, das ist doch einfach nur eine braune Suppe. Das kannst du von da aus gar nicht sehen. Die ist dunkel und dickflüssig mit was drin. Ich weiß doch ganz genau, was Chili ist. Nein, das ist eine braune Suppe. Nein, das ist keine Suppe. Also wenn du nicht mal den Unterschied zwischen brauner Suppe und Chili erkennst, darfst du nicht mehr auf die Monitore sehen. Mann, Ray. Hey, du benimmst dich wie ein Kleinkind. Ich werde dir mal was sagen. Ei. Henry ist dein Sidekick und er weiß, was Verantwortung ist. Schön. Ja. Yeah. Und nun wieder zu Kid Faker. Ray, hör zu. Also Henry und ich sind die besten Freunde und zwar seit Jahren. Oh, was willst du damit sagen, mein Junge? Das soll heißen, dass ich es wüsste, wenn er nur krank machen würde. Ja. Jungs erzählen ihren besten Freunden immer alles. Ihre Gedanken, ihre Geheimnisse. Ja, genau. Du hast mir zum Beispiel erzählt, dass du in Martha's Vineyard warst. Du sollst nicht darüber reden. Du musst dir jetzt deine Brusthaare abrasieren. Was? Wieso denn? Weil wir dich verkabeln. Verkabeln? Ja, Schwartz wird dir ein Mikrofon an deiner Brust befestigen. Wow! Du triffst dich mit Henry im Parkway Diner. Und ich werde mich in der Nähe aufhalten. Gut, und was dann? Dann fragst du ihn über seine Krankheit aus. Und ich möchte wetten, dass er ein Geständnis ablegt. Ray glaubt nicht, dass du krank bist und hat dir Schwartz ins Haus geschickt als so ein Italo-Klempner. Und da hat er dann Kameras und Mikrofone installiert. Bei mir zu Hause? Ja! Den ganzen Tag spionieren Ray und Schwartz dich schon aus. Sie wissen alles. Und sie wissen auch von dieser braunen Suppe. Was? Aber das ist meine private braune Suppe, kapiert? Und Jasper wurde von Ray gezwungen, ein Mikro zu tragen. Ihr trefft euch im Parkway Diner. Da sollst du Jasper dann sagen, dass du gelogen hast. Aber ich bin krank. Warum sollte ich da... Was denn? Jasper ist verkabelt worden? Ja, und Ray wird auch im Diner sein und alles hören, was du sagst. Ah, okay. Wenn Ray also unsere Unterhaltung unbedingt hören möchte, dann wird ihn meine Geschichte aber sehr erfreuen. Du weißt, dass ich mich krank gemeldet habe. Ja? Okay. Ich bin nicht wirklich krank. Ich wusste es. Aber warum hast du dich krank gemeldet? Kann ich dir denn wirklich vertrauen? Na klar, ich würde doch meinen besten Freund nicht reinlegen. Ist gut, okay. Komm her. Komm noch näher. Noch näher. Ich möchte nicht mehr Rays Sidekick sein. Was? Aber warum nicht? Du kämpfst nicht mehr gegen das Böse? Doch, natürlich, aber jetzt mal ehrlich, brauchen wir denn wirklich unbedingt Captain Man? Das geht nicht. Ray ist unser Freund. Wir können doch nicht. Ich bin dabei. Was? Echt jetzt? Ja, Sir, was immer ich tun soll, ich tu's. Wieso wusstest du, dass Jasper verkabelt worden ist? Na, ich bin doch kein Idiot. Ray, ich wusste gar nicht, dass du auch hier bist im Restaurant. Gib auf, mein Junge. Du hast mich ausspioniert. Ja, und wenn du mich nicht angelogen hättest, wäre das überhaupt nicht nötig gewesen. Aber ich hab doch gar nicht gelogen. Ich hatte eine Erkältung oder sogar Grippe. Ja, na klar. Und mit einer Erkältung, da haut man sich tonnenweise den Bauch mit Chili voll. Was? Ja, ich weiß es. Das war braune Suppe. Braune, pff, okay. Ich wusste es doch. Es war braune Suppe. Wieso stehen wir hier unten, wenn morgen Mekyu da oben ist und wunderbare Sachen zaubert? Weil wir dämlich sind. Kommt mit, na los! Hey, Leute, Leute! Hey. Leute! Könnt ihr mir denn nicht mal zuhören? Ruhe jetzt! Ich hab den Fahrstuhl doch abgestellt, schon vergessen. Stell ihn doch wieder an, Mann. Nein, das kann ich erst, wenn das Systemupdate beendet ist. So, Männer. Eine halbe Meile haben wir hier noch vor uns. Ja, ja, richtig. Genauer gesagt noch 242 Stockwerke. Wir schaffen das. Bitte nicht vergessen. Der Trick ist, wir dürfen nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Wir gehen nach oben, Jungs. Ja! Yeah! Yeah!
am Ort! Oh nein, ich glaube, ich muss sterben. Das überlebe ich einfach nicht. Vielleicht werde ich mich übergeben. Wie viele Stockwerke haben wir geschafft? 5. Und wie viele müssen wir noch? 237. Oh, ich habe ihn seit 10 Minuten nicht mehr gesehen. Schwartz! 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 Schwartz, wo bist du? Schwartz! Schwartz! Hey! Okay, da ist er! Oh hey, Mann! Schwartz! Was machst du da? Steh auf! Was soll das? Nach oben! Was machst du hier? Naja, einfach draufgehen. Nein, Mann, aber du wirst nicht drauf gehen. Na los, steh auf! Steh auf! Wir müssen nach oben! Wir müssen weiter! Wir müssen weiter! Los, steh auf! Hoch mit dir! Na komm schon! Wir schaffen das, mein lieber Freund! Los, steh auf! Na komm, mach schon! Liebe, lebe, lache, Schwartz! Nimm dir ein Beispiel an mir! Ich will sofort wieder aufstehen! Steh auf! Wir sind doch ein Team, oder? Mann, du bist aber echt ziemlich schwer! Als Team verwirklichen wir Träume! Wir träumen! Ich weiß, wir lassen niemanden fallen! Geht's einfach nicht! Der ist mir zu schwer! Los, beeil dich! Systemupdate beendet. Oh yay! Der Fahrstuhl und die Röhren funktionieren wieder. Was, echt? Wirklich? Der Fahrstuhl und die Röhren laufen wieder? Ja, und darum fahre ich jetzt rauf zum Tag. Okay, bis dann. Komm mit, es geht los. Ja, und zwar schnell, bevor die Show vorbei ist. Der letzte ist ein faules Ei. Ja, geschafft! Ich hab's geschafft! Du hast verloren, Kid! Oh nein, 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 komm schon! Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein! Hey! Hallo, hört ihr mich? Oh nein, das könnt ihr nicht machen! Das glaube ich nicht! Nicht zu fassen! Mann! Ich werde es doch niemals schaffen, 240 Stockwerke runterzurennen, bevor Henry... Augenblick mal. Ich bin unzerstörbar. Ja. Woo! Ja! Ja! Ich bin unten! Was war das denn? Das... Oh Mann, das ist dann... Ja! Ja. Was? Ja! Es geht mir gut! Oh nein, hey, du bist von da oben runtergesprungen! Ich muss vor dir oben sein! Was? Ray! Weg! Und? Die Tür war abgeschlossen. Halt die Klappe. Okay. Und wir sind raus! Hey, wow. Wir sind hier fertig! Was? Das kann nicht sein! Es ist schon vorbei! Ja, na klar, sicher, natürlich! Hey, da ist doch noch, ist noch was übrig! Nein, das ist alle! Und es war sehr gut! Hey, Allemann! Ihr habt vielleicht schon bemerkt, dass ich nicht unter der Dampfdusche bin. Vielleicht habt ihr auch schon gehört, dass ich nicht singe. Und es läuft auch keine Musik im... Und es läuft auch keine Musik im Hintergrund. Der Grund, weshalb ich nicht singe, ist... Ich bin nicht mehr in Swellview. Ich weiß, was ihr denkt. Ray ist weggelaufen, weil ihm das, was ihm gestern auf dem Sommermarkt passiert ist, so peinlich ist. Ja, das ist genau das, was wir denken. Deswegen bin ich nicht weg. Ich schäme mich nicht. Ich bin aus Swellview weg, weil... Ich kann mir diesmal nicht mit Schlägen und Tritten helfen. Ihr habt gesehen, was auf dem Sommermarkt passiert ist, und ich schäme mich. Ja, das ist nicht. Tja, es tut mir leid, aber ich kann nie wieder nach Swellview zurück. Glaubt mir, es ist für mich viel schwerer, als es für euch. Mein Frühstück ist da. Schönen Tag noch. Klick. Was sollen wir nur tun? Stellen Sie Leute ein?
Ihr Burger wird schon kalt. Sie sind toll, Hazel. Ich sehe schon, dass wir beide Freunde werden. Hazel und Ray. Hazel Danger. Ja, ich bleib einfach hier. Kurze Frage. Wieso kommt da so ein Gas aus meinem Burger? Wissen Sie noch, wie der Toddler in die Manhöhle eingedrungen ist? Nächste Frage, woher wissen Sie das eigentlich? Das ist absolut der gleiche Rauch, der uns damals eingeschläfert hat. Waren Sie da? Ich war sowas von da, Alter. Es wird langsam Zeit, mein Freund. Selbst Founder Truck. Die Küste hat Schwartz gebaut. Sie fährt ganz von selbst. Das nennt man Selbstfahren. Ich weiß, was Selbstfahren bedeutet. Wieso bist du so wütend? Du hast mich gefesselt, bringst mich nach Swellview zurück und isst meine Pommes auf. Das ist wahr. Ja, weißt du, was noch wahr ist? Sobald wir in Swellview sind, lade ich dich ab und fahr direkt wieder zurück. Die Kellnerin war so kurz davor, mir einen Job zu geben. Die Kellnerin war ich mit einer Maske, Alter. Richtig. Und überhaupt, Hazel Danger, was war das für ein Quatsch? Ah, ich wusste, dass du es warst. Du wusstest nicht ein bisschen. Ja, du warst nicht da. Was meinst du, ich war da? Das weißt du doch. Oh, das ist Charlotte. Hallo? Seid ihr schon da? Das Treffen mit Frankini steht an. Ich mach da nicht mit! Ja, wir sind fast da und, Ray freut sich schon voll. Das mach ich nicht! Ich telefoniere... Was tust du? Was tust du? Du hast mit deinem Mund mein Handy geschnappt und es rausgeworfen. Richtig, und das gleiche mache ich mit dir, wenn du nicht sofort wendest. Was soll ich machen? Geh mit deinem riesigen Mund von mir weg! Hallo? Hey, hallo? Geh weg von mir! Was ist los mit dir, Mann? Was ist denn nun da drin? Das ist für das Meeting mit dem Bürgermeister von Neighborville, hat Keith vereinbart. Oh, nein. Was für ein Meeting? Ist das heute? Er ist nämlich als Superheld abgeworben worden. Für Neighborville. Wir warten immer noch auf den Gedächtnislöscher. Sag mir nachher, ob du ihn annimmst. Okay. Wirklich, Kit? Hör zu, ich kann das erklären, Kumpel. Und wann hast du dir überlegt, dass du mich verlässt? Ich hab nicht vor, dich zu verlassen, okay? Ich will den Job überhaupt nicht. Und was macht die Kiste denn hier? Der Bürgermeister hat 100-mal angerufen. Naja, und da dachte ich, dass er mal herkommt, sagt, was er will. Ich sag nein und das war's dann. Ja, okay, gut. Von mir aus hören wir, was er will. Wer aus Neighborville kommt, ist doch langweilig. Danger. Neighborville braucht einen neuen Helden. Und der könnte es mit Sicherheit du sagen. Ja. Langweilig ist er aber überhaupt nicht. Und nun sieh mal, ich möchte dir jetzt deine eigene Danger-Höhle zeigen. Und durch deine Mitbewohner wirst du nie einsam sein. Denn da sind deine Teamleader. Wen interessiert Cheerleader? Das kann ich dir gern verraten. Kid Dangers neuer Sidekick. Hallo, Lil Dynamite! Hi, Sir. Darf ich Sie überall hin begleiten und Ihnen sagen, wie toll Sie sind? Aber furchtbar gern, na klar. Okay, wow, großartig. Ich finde Sie toll. Du hältst jetzt deine Klappe, hast du gehört? Ja, super. Ich habe eine Überraschung. Hey, sag mal, was würdest du denn von so einer... Statue halten. Also das reicht, finde ich. Ja, finde ich auch. Eine Statue ist... Den Job solltest du annehmen, Henry. Wer ist Henry? Ach, Käse. Ich glaube, er. Wo bleibt denn bloß der Gedächtnislöscher? Ich sag nein zum Job. Ach, echt? Obwohl du dich doch mit Swellview gar nicht mehr so verbunden fühlst? Ich fühle mich mit Swellview nicht mehr verbunden? Ja, ich sehe keine Verbundenheit mehr. Ich bekomme keinen Abschluss, weil ich mich mit dem Job verbunden fühlte. Oh, meine Freunde gehen weg und ich bleib hier in Swellview, damit ich als Sidekick dieser Stadt helfen kann. Ja, genau. Ich war so mit Helfen beschäftigt, dass ich mich vergessen habe. Du hast geschworen, diese Stadt zu verteidigen. Da war ich 13 Jahre alt. Na und? Und jetzt habe ich keine Lust mehr. Wahrscheinlich, weil du Angst hast, dich hier mit mir in Swellview langweilen zu müssen. Ja, Ray, das könnte stimmen. Und wer ist Ray? Mann!
Ich denke, das ist der da. Wo ist der Gedächtnislöscher? Wie lange brauchst du noch, Schwartz? Ich bleib doch nicht Sidekick für die nächsten 30 oder 40 oder 50 Jahre, Alter. Aber so war doch der Plan. Du bist mein Sidekick und dann wirst du irgendwann Captain Man, wenn ich in Rente gehe. Ich will aber nicht Captain Man werden, okay? Ich will niemals als Captain Man rumlaufen. Das kannst du vergessen. Ich werde niemals Captain Man. Psst, da steht er. Achtung. Dann weiß ich nicht, was du hier noch willst. Ja, da hast du recht. Was hast du vor? Kündigen. Hey, Freunde. Ich bin Henry Hart. Und ich war einmal Kid Danger. Ach, und Ray? Was ist? Ich bin größer als du. Sir, können Sie mich nach Hause fahren?